Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Deshalb fliegen wir hier direkt mal hier in die Richtung. Weil letztes Mal haben wir auch eine Ocarina bekommen, mit der wir, wie ihr gerade sehen könnt, uns hin teleportieren können. Was Traveling sehr, sehr nützlich macht. Und ich glaube, dass hier noch ein Ort ist, wo wir was erkunden können. Genau, ich will nämlich heute in dieser Folge ein bisschen was erkunden. Ein paar Sachen, die wir machen können. Ja, wir müssen erstmal nach links, und um es kleiner zu machen. Genau hier. So, dann gehen wir hier durch. Geht das? Nee, geht gar nicht. Das geht von hier aus gar nicht. Dann muss das von woanders gehen. Ich dachte, das würde von hier gehen. Eventuell geht das von oben? Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Ah, nee, das ist von... Nee, das ist von dem anderen. Ah, hier beim Baum. Aber wie kann ich denn auf diesen Baum... Ich habe das Gefühl, vielleicht kann ich, wenn ich auf den Baum rauffliege, dann mit dem Baum mich klein machen. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so funktioniert oder nicht. Ansonsten, wir haben ja auch noch in der letzten Folge Krallen bekommen. Und mit denen können wir jetzt bestimmt an weitere Orte gelangen. Und das wäre natürlich sehr cool, wenn wir hier neue Orte finden, wo wir das dann mal ausprobieren können. Genau, wir gehen mal noch da unten, weil hier unten, wow, knapp, hier unten gibt es noch, wo ist das? Ah, da, ein Gegner, einen goldenen Gegner für ein bisschen Geld. Kann ich mir nebenbei nochmal kurz schnappen, wenn ich schon mal hier bin. Oh, rennt weg. Nicht rennt weg. Wegrennen. Egal. Bleib hier. Aua. Das würde ich wehtun. Probleme. So, jetzt haben wir eigentlich schon wieder genug Geld für ein weiteres Buch. Also, ich weiß nicht, ob das so nützlich wäre, das jetzt zu kaufen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich vielleicht dem Goronen helfen kann, jetzt wo wir die Handschuhe haben, weil er grabt doch. Er ist doch am Graben hier und wir können doch jetzt auch graben, also. Nee, können wir dem nicht helfen? Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Nee, scheinbar hilft das nicht. Hm, okay. Habe ich irgendwie ganz gut gedacht, aber scheinbar nicht. Na gut, holen wir unsere Ocarina und schauen wir mal, wo wir noch hinfliegen können. Ob es noch irgendwelche Orte gibt, wo wir was verpasst haben. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Da ist noch eine dritte. Ah, nee, doch, doch, warte, die haben wir schon. Nee, stopp. Nein, stopp. Stopp. Die haben wir schon. Fällt mir gerade wieder ein. Ja, eigentlich sonst nur in der Hyrule-Stadt. Um was erledigen. Ja, gut, da unten ist ein Gegner, aber. Ist jetzt nicht so wichtig. Da kommen wir noch nicht hin. Oh, da können wir hin. Stimmt. Das können wir machen. Das ist immer Mario Bros. 3, denke ich, das war. Aber egal. So, ich glaube, wenn ich hier hinfliege, bin ich am nächsten dran. Habe ich recht? Ja, auf jeden Fall. So, kurz die Schuhe ausrüsten, um da überhaupt drüber zu kommen. Oh Gott. Ah, ja, falsch. Ich muss nach oben. Ja, da können die Schlangen ja auch lang. Muss aufpassen. Ah, verdammt. Geh weg, Mann. So, hier oben. Nein? Noch weiter hoch? Ich bin falsch. Ja, ich bin hier falsch. Ich muss einen ganz anderen Weg gehen. Sehe ich gerade auch. Muss hier lang, dann hier lang, dann hier lang und dann von hier aus nach links. Ah, geht das überhaupt? Doch, warte, es geht, wenn ich hier hochkletter. Irgendwo mich wieder runterlasse. Genau hier. So, von hier aus müsste es dann funktionieren. Oder? Oder nicht? Doch. Yeah. Ching. Denn jetzt haben wir hier ein... Okay, wartet halt nicht auf mich. Haben wir hier ein Seerosenblatt, womit wir in die Höhle reinkommen. In die versteckte geheime Höhle. Endlich. Komm, das muss auch jetzt cool sein. Irgendwas... Hilfreiches und was Wichtiges. Nicht einfach nur ein Fragment. Das ist einfach nur ein Fragment. Okay. Enttäuschend. Ich kann leider nicht flöten, während ich ganz klein bin. Die Vögel hören mich nicht, obwohl die eigentlich auch nicht viel größer sind.
Aber na gut. Machen wir uns halt schnell hoch und groß und stark und... Ich überlege gerade. Wir haben beim letzten Mal in der Hyrule-Stadt jemanden freigeschaltet. Den roten Luigi haben wir freigeschaltet. Eventuell kann ich ihm helfen, weil mir ist eingefallen. Wo ist er? Hier ist er, genau. Sei wahrscheinlich, wenn du jemanden findest, der ein Haus sucht. Ich weiß nicht. Wollten die nicht hier ein Haus? Ich kann mich irgendwie dran erinnern. Vielleicht war ich auch falsch. Willst du ein freies Haus zeigen? Aha, aber wollten nicht alle drei ein Haus? Oh, du willst mein Haus zeigen? Ja, die wollten alle drei ein Haus. Du stellst mir einen Vermieter vor? Aha, kannst du mir nicht sagen? Verheimlich ist mir doch was. Aha, okay. Warte mal. Muss ich irgendeinen bestimmten da rein tun? Oder ist es egal? Ist egal, oder? Ey, Kumpel? Ja, ich lasse ihn mal durch. Ich bin mal so lieb. Ja, gut. Ich würde mal sagen, sie ist mir bisher am sympathischsten. Deshalb nehme ich sie einfach, oder? Ja. Danke, schau mir das gleich an. Was mit der anderen Rede? Endlich sind wir da. Achso. Ja, okay, mehr haben sie nicht zu sagen. Aber doch, habe ich mich richtig erinnert. Die wollten ein Zuhause. Die wollten was. Und ja, die fand ich aber am sympathischsten, weil die war die einzige mit mir, die ein bisschen mehr als 2 Sätze geredet hat. Das ist ja ihr Outfit hier. Das hängt einfach ihr Outfit. Hey! Willkommen, Mike! Das hat gefällt mir sehr. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du mir einen Talisman. Ein Talisman? Okay. Ja, Alter. Du hast keine leere Flasche. Bitte bring eine leere Flasche. Okay, warte. Ich brauch schon eine Fee, ich auch nicht. Bitteschön, der ist in der Flasche. Komm jetzt halt wieder vorbei. Pharaohs Talisman erhalten. Kraft und Abwehr sind für kurze Zeit größer. Oh yeah. Warte, sind die Namen von den drei Mädels nicht sogar die von den Drachen? Von den drei Drachengöttern oder sowas? Kann auf jeden Fall sein. Was macht denn das? Jetzt bin ich lila. Okay, und was heißt das? Bin ich jetzt stärker oder bin ich jetzt robuster oder sowas? Sollen wir noch einen reinpacken? Das andere dann weg? Nö. Cool, jetzt habe ich so einen Effekt. Weiß nicht, ob der auf Zeit ist oder ob der dauerhaft jetzt bleibt, für immer. Aber hey, wir haben eine lilane Robe. Ach, warte mal, wahrscheinlich geben die anderen beiden dann eine andere Robe, ne? Wir haben ja hier noch eine rote Lady, die gibt wahrscheinlich eine rote Robe und eine blaue, die eine blaue Robe wahrscheinlich gibt. Ja, und wir haben die. Jetzt haben wir eine lilane Robe. Ich meine, sind alle schick. Ich gehe mir noch ein bisschen umschauen. Bist du neu? Die Leute bringen die Leihbücher aus der Bücherei nicht mehr zurück. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich nochmal umschauen gehen. Das mache ich sogar. Ja, ich gehe mir nochmal umschauen, ob ich nicht irgendwo noch was graben kann. Also, bis gleich. Haben wir diese Truhe hier in dem Linkshaus nie geöffnet? 200 Muscheln, das ist viel. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, dass wir sie geöffnet hätten. Na gut, scheinbar irgendwie nicht. Hier bei den Farmern gibt es eine Höhle. Tschung! Was finden wir denn hier so Schönes? Ah, blöder Gegner. Ey, lass mich in Ruhe. Ich kann nichts machen, wenn er auf mir drauf ist. So, ist das nur für Geld? Das war kein echtes Geld. Ah, fremder Mann, du hast mein Geld geklaut. Oh, danke, hat mir geholfen. Wir haben mein Geld zurückgegeben oder sogar noch mehr. Ja, sonst gibt's hier nichts. Nee. Eigentlich eine super langweilige Höhle. Schade. Da muss ich weitersuchen. Haben wir diese Kiste nie bekommen? Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass wir die geholt haben. Scheinbar habe ich die vergessen. Na gut, dann holen wir die mal ganz eben fix nach. Oha. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, hier war ein Herzteil. Okay, dann ist hier nichts mehr. Nochmal 200! Ja, komm. Wenn wir jetzt sowieso wieder schon, jetzt schon wieder so viel Geld haben, dann fliege ich mal wieder zurück in die Stadt und dann kaufe ich mir halt das vierte Buch. Meinetwegen. Vielleicht hilft es ja. Kann ich bei dir irgendwas machen jetzt oder ist es noch für später? Jetzt gerade Unterricht. Nee, immer noch Unterricht.
Und bei dir? Ist bei dir ist immer noch nicht offen, ne? Bin hier mein Büro auszuleihen. Ich müsste schon geöffnet sein. Hm, hat sich gereimt, Kumpel, aber nee. Hier kann man, wenn man ein kleines Gro rein, meine ich. Aber nicht, wenn man groß ist. Was, das kann ich sogar machen. Ich kann doch viel kleiner werden in dem Haus. Das mache ich gleich. Erstmal gehe ich hier lang. Hallöchen, Lady. Ich möchte gern das nächste Buch für dich, für mich kaufen. Ja. Juhu, Ding. Ja, wo ist es? Sumels ist noch nicht da. Ziemlich exzentrisch ist er. Wie wäre es, wenn du mal bei ihm trainierst? Aha, okay. Handwerksmeister Muto hat gesagt, dass er kaum noch gute Aufträge bekommt. Ich würde ihm ja gerne helfen. Aber mir kannst du helfen, wenn du mit mir tradest. Okay, dann traden wir mal. Ding, John. John. Traden. Ah, direkt bei ihm. Das ist direkt bei ihm. Was passiert jetzt? Oh. Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Oh. Scheinbar können die Glücksfragmente auch jemanden motivieren. Oder gute Laune bringen. Okay. Oh, hi, was machst du denn hier? Das nächste Maus haue ich hier. Ah, wir können ihm jetzt helfen, noch ein Haus zu bauen. Und dann... Ah, und dann können wir helfen, dass noch eine von den anderen beiden einzieht. Du... war das nicht bei dir? Wo war das denn, welchem Haus? Ich dachte, das wäre bei seinem Haus. Warte, war das nicht bei seinem Haus? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee. Wo war das denn? Oh. Hä? Das ging aber schnell. Na, kein gutes Haus, oder? Gerade ist fertiggestellt. Wie du weißt, nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Stell mir einen Interessenten vor. Okay, jetzt kann ich eine der anderen reintun, aber... Ich hab schon mal online gehört, dass es hier einen Bug gibt in dem Spiel. Dass man nicht alle drei ein Haus geben kann. Eine bleibt obdachlos. Aber ich weiß noch nicht, wem ich das Haus geben möchte. Ich meine, ja, okay, man kann ja sagen, das Haus hier unten hat ein blaues Dach, gebe ich das der blauen Lady, das hat ein rotes Dach. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, die geben ja alle einem so eine Flasche wahrscheinlich mit einem Talisman, der einem die Farbe ändert. Ich denke mal, weil meine Farbe jetzt schon längst weg ist und das nur für eine kurze Zeit hielt, dass das irgendwie einen Effekt gibt, zum Beispiel, dass man stärker wird oder dass man mehr aushält oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen. Warum sonst sollte man eine andere Farbe bekommen für seine Rüstung für eine kurze Zeit? Das macht ja mir keinen Sinn. Ich denke, der steckt mehr hinter. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich rede ja eigentlich nur wild rum. Irgendwas stimmt dir nicht. Ich wollte noch mal einmal kurz nachschauen bei dem Schwertkämpfer, ob der noch irgendwas Neues zum Beibringen hat, weil die eine Dame es gemeint hat. Du bist auch Magnus, oder? Wenn du hoch und weit springen kannst. Okay, wenn ich hoch und weit springen kann, das kann ich doch nicht. Davon muss ich wahrscheinlich erstmal was anderes machen. Das ist das Problem. Da komme ich noch nicht hin. Das ist ja der Dungeon. Da komme ich nicht hin, weil ich nicht schwimmen kann. Da unten komme ich auch nicht hin. Ne? Ich kann ja nicht schwimmen, deshalb komme ich da nicht hin. Deshalb muss ich erstmal woanders hin. Und was erlernen oder so. Ich weiß aber halt nicht wo. Ich glaube, ich suche entweder nochmal nach ein paar Orten an den Wänden, wo ich graben kann. Oder ich gucke nach, wie es weitergeht. Hier unten gibt es den goldenen Octorok, den wir noch bekämpfen können. Ja, da sind die großen Muskelprötze noch im Weg, die ein bisschen nerven. Oh, aber von hier habe ich eine gute Aussicht. Gutes Angle. Und die haben nochmal ganz viel fette Kohle, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich bin einfach hier lang gegangen. Hab das mal gemacht. Warum nicht? Wahrscheinlich wieder weg. Mittig bis fast oben im Wald. Ich kann einfach kurz die Karte zeigen, wo das hier ungefähr ist. Hier, ne? Kann man sich hier reinbauen und da oben links wahrscheinlich wieder rauskommen, oder? Eventuell kommen wir an einen neuen Ort im Wald. Ah, nicht hier schon wieder. Hilfe, ihr seid komisch, Mann. Ihr macht Angst. Die komischen Dinger wollen nur mein Geld haben. Böse. 50 Rubine und ein Fragment. Nee, man kommt da nicht raus. Aber ich kann trotzdem schon mal sehen, dass da oben noch was ist. Und
Ich meine, da komme ich sogar direkt hin. Also nicht von hier aus jetzt, ich muss nochmal aus dem Wald raus, aber ich meine, dass wir da schon mal waren und dass wir da schon mal hin konnten. Ne? Das ist einfach nur der obere Weg dorthin, ne? Das ist nicht weit weg, das ist einfach nur... Ja, eigentlich hier direkt, oder? Oder wo führt das hin? Ja, doch. Eigentlich schon. Ich versuch's mal. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Weg das war. Ich meine, das wäre der Weg hier, aber es könnte auch der andere gewesen sein. Nee, dann war es der andere. Wer war hier? Schon wieder vergessen. Eine Fee! Aber die kann nichts mehr für mich tun, oder? Oder kann ich jetzt irgendwas Neues anbieten? Ich habe das Gefühl, die Antwort wird Nein sein. Willkommen. Nee, sie halten mich nur. Okay. Dann war es oben. So. Der obere Weg hat funktioniert und hier können wir uns nun eingraben. Kiste mit einem Fragment. Ich habe so viele, aber ich finde niemanden, wer mehr tauschen will. Meine Güte. Ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr, als man braucht. Oh, das war klar. Ich habe so schon gedacht, so ein einzelner Rubin, der da einfach so rumliegt. Irgendwas ist da faul. Das war ein Gegner, der mein Geld klauen wollte. Hä? Warum bist du schon noch? Ah, nicht noch einer. Verschwinde, Mann. Droppt nicht einmal was. Mein. Hm? Das will tauschen? Wundersame Wand in der Wand. Eine wundersame Wand, ja. Macht schon Sinn. Ich kann mit der Wand tauschen? Hä? Das hilft dem Goron? Das hat nicht geklappt. Alleine schafft man es nicht. Es kommt ein zweiter Gorone. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Mein Freund ist in Not. Hey, ich helfe dir. Hä? Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Oh, die kriegen's hin. Oder? Ja. Oh, cool. Da müssen wir mal vorbeischauen als nächstes. Gibt es sonst irgendwas? Ja, hier gibt es eine Leiter. Wo führt die denn hin? Ist das ein neues Gebiet? Lass mal sehen. Wo muss das neu sein? Ja, hier waren wir noch nicht. Wo sind wir? Oh, warte mal! Ah, nicht zu früh, Freund. Ich komme hier nicht weiter. Aber hier ist trotzdem eine Quest. Und die Herz sag ich nicht. Hier kann ich stehen. Hier ist ein Haus. Wir wohnten hier. Oh, wenn ich kleiner wäre, könnte ich da lang. Notiz. Notiz von Hager. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen, etwas zu rammen. Weiß zwar nicht, wie er das jetzt gemeint hat, aber vielleicht können wir das ja sogar hilfreich umsetzen. Manchmal hilft es, rauszugehen und zu rammen? Ach, sag jetzt bloß. Oh, okay, das öffnet so viel Neues. Ihr wisst gar nicht, wie viel das jetzt öffnet. Warte mal, da können wir nicht. Können wir hier lang? Ja. Verdammt, das öffnet so viel. Wir haben so viele Bäume schon gesehen, wo wir nicht durchkamen. Und jetzt, wo wir dashen können, können wir da lang. Das wusste ich gar nicht. Das hätte ich schon früher machen können. Aber erst jetzt wurde uns das beigebracht. Also ist, glaube ich, mal gar nicht mal so schlimm. Oder? Ich denke, so schlimm ist es jetzt nicht. Ein Glücksfragment finden wir hier. Und wir sind hier jetzt klein im Haus. Hilft das irgendwie? Können wir irgendwas machen? Jetzt sagt mir nicht, ich hätte das hier irgendwie wegschieben können oder so und dann wäre hier was gewesen. Ja, doch, oder? Ach, verdammt. Ich hab's ja versucht, aber ich hab's irgendwie nicht geschafft. Okay, warte, ich versuch mal was. Okay, scheinbar kann man hier nichts verschieben. Zumindest hat's irgendwie bei mir nicht geklappt. Wir können trotzdem mal zum Goronen gehen. Wo war der jetzt? Ah, verdammt, wo war der? Ich glaube, der war hier in der Nähe, oder? Moment, ich springe runter, gehe nach links und dann müsste ich ihn unten links finden. Habe ich recht? Doch, ich meine, das wäre so richtig. Hier einmal durch die Farm gehen. Ich glaube, hier lang ist schneller als jetzt oben rum. Vor allem, weil ich ja unten lang will. Egal, wie auch immer. Genau, da drüben war er. Okay. Hey, Kumpel! Ich habe dir den zweiten Kumpel gebracht, ja?
Warte, was? Jetzt macht er 4? Oh. Sie werden nicht kaputt gehen, ich brauche noch mehr Hilfe, Mann. Oh. Boah, ist die hart, mir tut schon die Hände weh. Ja, die brauchen einfach nur 2 weitere Freunde, das hilft mir nicht. Na. Das Verfahren können wir sie mal hier spielen, diese nette Melodie. Nee, warte mal, stopp. Nein. Wir können doch jetzt, da drüben war noch ein Baum. Wir können den Baum noch da oben jetzt benutzen. Warte, ich gehe sogar jetzt den langen Weg. Komm, ist mir jetzt egal. Verdammt, Moment. Wo war das? Hier. Hier war ein Baum. Womit man kleiner werden konnte. Irgendwo in der Nähe hier. Oder? Warte, war das in der Farm drinne? Ja, hier in der Farm. Yeah! Endlich können wir hier kleiner werden. Und können wir nun endlich hier unsere Belohnung abholen. Was wartet hier die ganze Zeit auf uns? Irgendwelche Gegner? Ich ignoriere die erstmal. Glückfragment? Nett? Was noch? Irgendwas muss hier doch noch sein. Ein Herzteil. Und wir haben einen neuen Herzcontainer. Schau mal, wie viele wir schon haben. Ein Wurm! Was bist du bitte für ein Wurm? Oh Gott, jetzt sind wir ausgekackt worden. Oh Mann, ey. Also da muss ich mich erstmal erholen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war verdammt ekelhaft, Mann.